Wusstet ihr eigentlich, dass ihr bis jetzt alles in eurem Leben angezogen habt, bis zu diesem Zeitpunkt? Alles im Universum ist Energie, alles, was sich bewegt, und es sind überall Schwingungen. Laut des Resonanzgesetzes erzeugt jeder Gedanke eine gewisse Schwingung und soll damit wieder Gedanken und Gefühle mit ähnlicher Schwingung anziehen. Kurz gesagt, ihr zieht alles an, woran ihr denkt. In diesem Video werde ich darauf eingehen, was das Gesetz der Anziehung eigentlich ist, wie man das anwenden kann, und ich werde ein bisschen über meine persönlichen Erfahrungen sprechen, weil ich mich schon ziemlich lange mit diesem Thema befasse. Jeder Moment in eurem Leben hat euch zu diesem Zeitpunkt des Lebens gebracht. Man zieht durchgehend Dinge an, ohne es zu wissen. Ich kann euch erzählen, wie man das Ganze bewusst anwendet, aber unbewusst tut man das eigentlich schon sein ganzes Leben lang. Und man kann eigentlich auch niemals damit aufhören, weil es gibt nicht so einen Ausschaltknopf. Ich weiß, es klingt verrückt, wenn man jemandem sagt, hey, du musst an die Dinge denken, die du möchtest, oder an das denken, wie du sein möchtest, und dann wird das alles passieren. Aber die Gedanken formen einen halt wirklich. Es ist überall Energie und man ist selber wie so ein Magnet und man zieht auch die Menschen in sein Leben an, die so sind wie man selbst. Also wenn man selbst zum Beispiel unzufrieden ist mit dem Leben und rumjammert und so weiter, dann wird man eher Menschen ins Leben holen und immer wieder Leute kennenlernen, die genauso sind, die nur negativ denken, und irgendwann hat man die Nase voll und möchte Menschen mit einer positiveren Energie im Leben haben. Aber damit das überhaupt dazu kommen kann, muss man selber mal so werden. Es gibt Millionen Geschichten von Menschen, die ihr Traumleben wirklich so kreiert haben mit diesem Gesetz der Anziehung. Ein Beispiel ist zum Beispiel Henry Ford, den wahrscheinlich jeder von euch kennt. Es gibt so ein berühmtes Zitat von ihm: If you think you can do a thing, or think you can't do a thing, you're right. Also auf Deutsch übersetzt, wenn du denkst, dass du etwas tun oder nicht tun kannst, hast du in beiden Fällen recht. Und ich finde, das Ganze bringt das eigentlich sehr gut auf den Punkt. Das Zitat unterstreicht die Tatsache, dass wir uns einschränken, wenn wir sagen, dass wir etwas nicht tun können. Wir können auf keinen Fall erfolgreich sein, wenn wir glauben, dass wir scheitern werden. Bedeutet das aber auf der anderen Seite, dass nur wenn ich denke, dass ich fliegen kann, dass ich es dann kann? Natürlich nicht. Dafür braucht man viel Arbeit und Bemühungen und was weiß ich. Und dann wäre man wahrscheinlich wirklich in der Lage, fliegen zu können. Das haben auf jeden Fall die Gebrüder Wright bewiesen. Viele würden sagen, ja, wenn du an etwas arbeitest, dann ist es doch klar, dass du es erreichen wirst. Ja, schon. Aber wenden diese Leute das auch wirklich gezielt in ihrem Leben an? Weil das ist ja das Krasse, dass man das wirklich so lenken kann. Stellt euch mal die Frage, habt euch jemals Zeit genommen, eure Träume zu definieren und die Schritte, die nötig sind, um dorthin zu gelangen? Für die Anwendung des Gesetzes ist Bewusstsein über seine eigenen Gedanken, Gefühle und Handlungen der Schlüssel. Man kann das Ganze auch an einem selbst beobachten, auch wenn man das noch nie bewusst gemacht hat. Stellt euch mal vor, ihr steht morgens auf, haut euch euren Zeh an und denkt euch, na toll, der Tag kann ja nur toll werden. Wenn er schon so anfängt und ihr stellt euch schon ziemlich negativ drauf ein, und dann passieren noch so viele Dinge an diesem Tag, die euch noch mehr frustrieren. Wie zum Beispiel, dass ihr dann einkaufen geht und die Kassiererin extrem unfreundlich zu euch ist, oder ihr dann in der Schule seid und zu einer Wiederholung drankommt und überhaupt nichts gelernt habt und das Ganze dann auch dementsprechend ausgeht. Es hat alles mit deiner Energie zu tun. Und wenn ihr einen Tag schon negativ anfängt, kann der nicht sonderlich gut enden. Hierbei hilft zum Beispiel Journaling extrem, dass man den Morgen schon gut gelaunt und dankbar startet, sich Dinge aufschreibt, für die man im Leben dankbar ist, und seinen Tag ungefähr plant und sich darauf freut, was der neue Tag so bringt. Ein weiteres gutes Beispiel ist zum Beispiel, wenn eine Prüfung bevorsteht und ihr euch die ganze Zeit denkt, oh, ich werde das nicht schaffen, ich habe nicht genug gelernt und was, wenn ich es nicht schaffe? Also wirklich, dass man in so einer negativen Spirale ist. Dann wird man es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch gar nicht schaffen, denn das Universum denkt sich so, okay, du glaubst nicht dran, dass du es nicht schaffen wirst, dann wirst du es auch nicht schaffen. Aber ihr kennt bestimmt alle diese motivierten und selbstbewussten Mitschüler, die nie so wirklich viel lernen, aber immer alles bestehen. Und das ist genau dasselbe Prinzip. Sie glauben extrem dran, dass sie es schaffen werden und dass es schon irgendwie gehen wird. Und dann schaffen sie es halt auch. Ihr müsst wirklich mal drauf achten, das ist wirklich so krass. Und das lässt sich wirklich auf jede Lebenslage ummünzen. Es bezieht sich sicher nicht auf alles, aber ich glaube, ihr versteht das Prinzip. Es ist wichtig, dass ihr euch Dinge aufschreibt und euch sicher seid, dass diese passieren werden, egal wann. An die Zeit dürft ihr gar nicht denken. Es ist egal, ob es in ein paar Wochen oder Monaten passieren wird. Das Wichtigste ist, dass es passieren wird. Aber die Voraussetzung ist wirklich, dass ihr daran glaubt. Man kann das Gesetz der Anziehung nicht nur zu seinen Gunsten nutzen, sondern auch negative Dinge anziehen. Also man muss auch wirklich vorsichtig mit dem Ganzen sein, weil das kann natürlich auch in die andere Richtung gehen, wie ich schon vorher mit dieser Prüfung erwähnt habe. Mir ist gerade noch ein gutes Beispiel eingefallen. Ich glaube, das wird die Männer hier jetzt nicht so interessieren, weil es eher so Frauen betrifft. Aber ihr kennt bestimmt alle diese Mädels, die halt ihre Tage haben und diese Schmerzen haben und frustriert sind und jammern und diesen, ja, einfach leiden, weil sie diese Schmerzen haben. Also ich will das jetzt auch nicht verallgemeinern, aber das ist halt etwas, was mir schon ziemlich auffällt. Aber das spielt auch eine Rolle, finde ich, weil ich bin eine Person, die noch nie in ihrem Leben Schmerzen hatte. Und ich bin mir so sicher, dass es dran liegt, weil ich immer sage, dass ich nie Schmerzen habe. So, wisst ihr, was ich meine? Also, immer wenn mich jemand fragt, so, ja, kennst du das, wenn man die Tage hat und Schmerzen hat? Und ich so, nein, hatte ich nie. Und
das bestärkt das Ganze, weil ich das immer wieder sage und die Leute, die halt immer Schmerzen haben, bei denen wird es halt auch immer so sein, weil sie das immer so sagen werden. Also versteht ihr, was ich meine? Es ist wirklich so, wie du dich in dem Moment selber beschreibst und wie du dich in diesen Moment hineinversetzt, so ist es auch. Also ihr könnt es wirklich mal an euch selber testen und beobachten. Das musste ich noch teilen, weil das, finde ich, ein auch sehr gutes Beispiel ist. Ich versuche jetzt noch ein paar Beispiele zu finden, damit ihr euch das ein bisschen klarer vorstellen könnt. Meine Freundin wollte zum Beispiel früher mal reiten gehen, aber sie hatte immer extrem Angst davor, weil man das ja so kennt, dass viele sich dabei was brechen, weil sie halt vom Pferd runterfallen oder wieso auch immer. Und ihr könnt euch schon denken, was ihr nach ein paar Reitstunden passiert ist. Genau, sie hat sich die Hand gebrochen. Und das ist wirklich passiert, weil sie sich die ganze Zeit negative Gedanken gemacht hat. So, sie hatte immer Angst, dass ihr was passieren könnte und im Endeffekt ist es dann halt auch passiert. Anstatt sich wirklich eher auf das Positive einzustellen, dass sie endlich reiten gehen wird und dass sie neue Erfahrungen sammelt. Aber sie war so sehr in diesen negativen Dingen drinnen, dass es hätte nicht besser ausgehen können. Ihr wisst, was ich meine. Wie wendet man das Gesetz der Anziehung an? Es ist eigentlich recht simpel. Werde dir deiner Gedanken bewusst. Man ist sich seiner Gedanken nicht ausgeliefert. Vielmehr kann man sie lenken und damit das Leben selbst in die Hand nehmen. Meditation kann ein richtig tolles Werkzeug dafür sein. Ich habe mir auch vorgenommen, in Zukunft viel mehr zu meditieren, weil ich habe das ein paar Mal versucht, aber nie habe ich so wirklich geschafft. Aber ich finde, es hilft einem wirklich so, die Gedanken formen und sich bewusst zu machen, was man eigentlich die ganze Zeit denkt. Und ja, ich werde aber auf jeden Fall in Zukunft ein Video darüber machen. Aber mir hilft das Journaling eben sehr, dass ich meine Gedanken wirklich auf ein Blatt Papier bringe. Achte drauf, wie du deine Gedanken formulierst. Wenn du zum Beispiel denkst, ich möchte nicht krank werden, dann ist es trotzdem falsch, weil man spricht trotzdem dieses Kranksein an. Besser wäre es halt, wenn man sagen würde, ich bin gesund. Wisst ihr, was ich meine? Also nie dieses Negative hervorheben, sondern eher das Positive. Da das Gesetz nicht zwischen bewussten und unterbewussten Gedanken unterscheidet, ist es essentiell, dass man wirklich überzeugt ist von den Gedanken. Wenn du zweifelst, formulier deine Gedanken so, dass du im Glauben schenken kannst. Zum Beispiel, ich komme meinem Ziel jeden Tag ein bisschen näher. Wohin du deine Aufmerksamkeit lenkst, da ist auch deine Energie. Wenn du es schaffst, deinen Fokus bewusst zu lenken, kannst du deine Wünsche in die Realität umsetzen. Also wie ihr seht, es ist überhaupt nicht komplex und ich denke, jeder wird das auf die Reihe kriegen. Das Wichtigste ist wirklich nur, dass man dran glaubt, dass es funktioniert. Mich würde es extrem interessieren, ob ihr euch schon mit dem Thema auseinandergesetzt habt oder ob ihr schon persönliche Erfahrungen gemacht habt. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Abonniert gerne meinen Kanal, es kommt jeden Sonntag um 14 Uhr ein neues Video von mir online. Danke fürs Zusehen und bis bald.